Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Beeren und Steinobst des Versuchszentrums Leimburg auf dem Weg ins Feld, das sich einen Steinwurf vom Hauptgebäude entfernt befindet. Auf einem halben Hektar Fläche wurden hier vor 5 Jahren Haselnüsse gepflanzt. Insgesamt 15 verschiedene Sorten aus Italien, aus anderen europäischen Ländern wie Spanien, aber auch aus Übersee werden hier zu Versuchszwecken gezogen. Die Haselnussanlage wurde im Jahr 2019 nach der Anfrage des Süßwarenherstellers Loacker erstellt. In diesem Versuchsfeld haben wir 15 verschiedene Haselnusssorten, sei es nationale als auch internationale Sorten, und 2 verschiedene Anbausysteme, die miteinander verglichen werden. Und das Ziel ist es, eine Haselnusssorte zu finden, sei es für die Direktvermarktung als wie auch für die industrielle Verarbeitung, welche besonders eine späte Blütezeit hat, einen frühen Ertrag, eine hohe Produktivität und eine gleichzeitige hohe Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene Pflanzkrankheiten. Die Ernte beginnt zeitgleich mit der Apfelernte der Sorte Gala Mitte August und läuft bis Ende September. Wenn die Nüsse reif sind, fallen sie vom Baum und werden jeden Tag noch früh am Morgen von den Mitarbeitern aufgelesen. Haselnüsse gedeihen in Südtirol im Mittelgebirge sehr gut. Allerdings gibt es bislang nur wenige bäuerliche Betriebe, die diese professionell anbauen und vermarkten. Die Anbaufläche beträgt nur 5 Hektar. Gli impianti veramente specializzati sono pochi, tra cui quello messo a dimora Leimburg. Es gibt nur wenige Verarbeitungsbetriebe, da historisch gesehen der Haselnussstrauch einem starken Konkurrenzdruck ausgesetzt war, anderen Kulturpflanzen gegenüber, wie dem Apfel oder der Rebe, die in derselben Höhenlage und Bodenbeschaffenheit angebaut werden. Nach der Ernte werden die Nüsse in der Trockenkammer des Versuchszentrums Leimburg bei 35 Grad Celsius für bis zu 3 Tage getrocknet. Dabei wird der Feuchtigkeitsgrad der Nüsse auf unter 10% reduziert, um die Haltbarkeit für 1 Jahr zu garantieren. Das Versuchszentrum Leimburg und der Süßwarenhersteller Loacker verfolgen ein langfristig angelegtes Forschungsprojekt, dessen erstes Zwischenziel es ist, eine Sorte zu finden, die in Südtirol gut gedeiht. Im Moment sind wir in einer sehr frühen Phase, das heißt, wir sind im 4. Jahr, wo wir die verschiedenen Sorten bewerten. Im Moment scheint es, dass die Sorte Donna Francescana jene Sorte ist, die am interessantesten ist, da sie eine sehr späte Blüte aufweist, einen sehr frühen Ertrag in dem Sinn, einen frühen Erntebeginn und eben auch sehr interessant von den organoleptischen her. Der Süßwarenhersteller Loacker verarbeitet jährlich mehr als 1000 Tonnen Haselnüsse, die ausschließlich aus italienischer Produktion stammen. Die Rohware wird in den Standorten Hainfels in Osttirol und am Hauptsitz in Unterrinn am Ritten weiter verarbeitet. Für die Industrieproduktion ist es sehr wichtig, dass die Haselnüsse rund sind und nicht länglich. Wir kennen vielleicht vorwiegend hier in Südtirol längliche Haselnusssorten, weil die wilden Haselnüsse in den Wäldern von uns länglich sind. Auch für die Industrieproduktion ist wichtig, dass diese rund sind. Dies ist wichtig für die Verarbeitung nachher, vor allem für den Entschalungsprozess, weil die ganzen Maschinen so eingestellt sind, dass sie nur runde Haselnüsse verarbeiten können und dann auch nachher in der Verarbeitung in den Cremen in unserem Fall. Die 2019 von der Universität Perugia patentierte Sorte Tonda Francescana weist einen guten Ertrag auf, ist nach der Röstung sehr gut schälbar und erweist sich als lange lagerfähig. Für Höhenlagen könnte diese Sorte besonders interessant sein. Zudem ist sie wenig anfällig beispielsweise gegen die Knospengallmilben, welche die frischen Knospen im Juni und Juli befallen. Das Ziel dieses Projektes ist im ersten Schritt, eine Sorte zu finden, welche für Südtirol interessant ist. Und in einem zweiten Moment dann eben den Anbaugebiet der Haselnuss in Südtirol zu vergrößern und eben einen bestimmten Nebenerwerb für die Anbauer zu generieren. Per ottenere una sostenibilità economica dalla sua coltivazione,
Für einen wirtschaftlich nachhaltigen Haselnussanbau sind ausreichend große, möglichst ebene und mechanisierbare Flächen erforderlich. Und diese gibt es in der Region wenige, da die ebenen Flächen bereits belegt sind und es für die Haselnuss schwierig ist, bestehende Kulturen wie Apfelbäume oder Weinreben zu verdrängen. In den Rand- und Berggebieten allerdings könnte eine kleine Produktion eine gute Alternative sein und für Bergbauernhöfe einen Nebenerwerb darstellen, die ein frisches und hochwertiges Produkt anbieten. In modo da ottenere un prodotto che sia fresco, trasformato di elevata qualità. Die Firma Loacker sieht sich auch in den kommenden Jahren mit einer wachsenden Nachfrage ihrer Produkte konfrontiert und kann sich deshalb durchaus vorstellen, den verstärkten Anbau von Haselnüssen durch Südtiroler Betriebe zu unterstützen. Wenn in Zukunft eine kritische Masse an Landwirten in Südtirol gibt, die Interesse hat, Haselnüsse anzubauen, sind wir sicherlich bereit, eine Zusammenarbeit zu machen. Wichtig ist dazu zu sagen, dass wir schon vor Jahren ein Projekt gestartet haben in Italien, wo wir die gesamte Lieferkette unter Kontrolle haben. Wir machen sei es Eigenanbau in der Toskana, Vertragsanbau in 4 diversen Regionen Italiens und haben vor ein paar Jahren ein Verarbeitungswerk gekauft, wo wir diese ganzen Haselnüsse selbst verarbeiten können. Das Forschungsprojekt läuft noch. Die Junganlagen werden 2026 im Vollertrag stehen. Aber das Projekt scheint jetzt schon recht vielversprechend zu sein. Vielleicht liegt ein Teil der Zukunft der Südtiroler Landwirtschaft im Anbau dieser so gesunden Früchte.